Günter Grass und die Angst vor 1939 und 41. Grass kritisiert das geheiligte Israel als Kriegstreiber und verursacht Aufruhr. Läuft er amok oder leidet gar unter aufkommender geistiger Altersschwäche? Oder will er als Fossil auch, ähnlich wie es ein Schmidt macht, der aus seinen Rauchschwaden heraus schon mal die Einwanderung zu seinen Regierungszeiten als großen Fehler bekennt, nur wieder einmal in die Schlagzeilen und abendlichen Spökenkicker-Runden? Wohl nichts von alledem. Grass ist ein intelligenter Mensch, der sein ganzes Leben lang wusste, was gewünscht und demnach gebraucht und gut honoriert wurde, mit Geld, guten Worten, Auszeichnungen, Berühmtheit und gesellschaftlicher Anerkennung. Also ganz im Gegenteil, gerade seine Altersweisheit lässt ihn Dinge erkennen, die die anderen, jüngeren Wortführer und noch aktiven, publizierenden, angehenden Fossilien noch nicht geschnallt haben. Das sind Palästina, Unrecht und Völkermord. Also Vertreibung fällt laut Definition UNO unter diesen Tatbestand. Seit 80 Jahren geschehen, weiß Grass doch lange. Warum sollte der drohende Krieg gegen den Iran plötzlich anders zu bewerten sein als alle bisherigen israelischen Kriege? Warum werden Präventivkriege für Grass plötzlich zum Problem? Denn so, als Verteidigung und Notwehr wurden alle israelischen Kriege bisher durch USA und NATO-Staaten, insbesondere natürlich Deutschland, bewertet und mit Geld, Waffen und Worten unterstützt. Nach menschenrechtlichen Aspekten ist's natürlich immer fraglich. Aber da nunmehr faktisch ein Staat besteht, kann und darf Israel für sich das viel ältere Staats- und Völkerrecht in Anspruch nehmen. Und nachdem sind natürlich Kriege zur Verteidigung gegen drohende Gefahr legitim. Das Menschenrecht wurde ja erst nach 1945 eingeführt und postuliert, um die deutsche Reichsführung nach passenden Paragraphen verurteilen und an den Galgen bringen zu können. Dazu wurde es noch rückwirkend angewendet, was nach allen seit römischen Zeiten geltenden Rechtsgrundsätzen ganz klar Rechtsbeugung ist und selbst ein Verbrechen darstellt. Sieht Grass also jetzt den Dammbruch kommen? Grass hat immer mit und von deutscher Geschichte gelebt. Zum Beispiel ist ihm das Schicksal der Deutschen auf der Gustloff nicht gleichgültig, wie wir alle wissen. Er beobachtet sicher ganz intensiv alles, was sich zum Stand der historischen Forschung seit der Wende gegenüber der offiziellen Doktrin über die Bewertung der letzten aktiven Jahre des Deutschen Reiches so alles getan hat. Russische Archive öffnen sich. Immer mehr deutsche und internationale Historiker und Publizisten erforschen die Faktenlage, bringen Neues ans Tageslicht, bewerten Altes objektiver, schlüssiger. Die These vom Überfall Deutschlands auf seine Nachbarn wird unhaltbar. Stalin hatte eine Armee aufgebaut, größer als alle übrigen europäischen zusammengenommen. Die Forschungen und Bücher dazu von Suworow und Chmelnitsky zur von Stalin aufgefahrenen Roten Walze, also dem Plan zur Eroberung ganz Europas, finden in Deutschland keinen der gut etablierten Historiker als Rezensenten. Wie könnten sie auch? Sie haben, genau wie Grass literarisch, in ihrem Historiker-Metier mit der alliierten Doktrin ihr Vermögen verdient. Reputation, Professuren, dicke Pensionen und Berühmtheit erlangt. Generationen von Studenten darauf vereidigt, verschmalspurt. Wenn das nicht mehr wahr sein sollte, um Gottes Willen, ganze Lebenswerke nur Lug und Trug, da sei doch der Beelzebub vor. Da müsste ein Charaktermensch sicher die Kugel geben. Nun gut, das wird also sicher nicht
passieren. Hinzu kommt noch, dass der aggressive Charakter Polens von Anbeginn seiner Existenz an kaum mehr zu leugnen ist. Polen hatte schon 1919 die ersten Konzentrationslager auf europäischem Boden eingerichtet. Für Deutsche zur Repression, Vertreibung seiner zahlreichen Minderheiten. Also das ganze Repertoire, welches wir auch von Israel gegenüber den Palästinensern kennen. In 1939 spitzte es sich zu mit ständigen Überfällen in den deutschen Grenzgebieten, also Gleiwitz fand täglich statt, Beschuss von Lufthansa-Maschinen über der Ostsee, dem Abschießen von flüchtenden Deutschen in Grenzflüssen, also genauso wie wir es von der DDR-Grenze noch in Erinnerung haben. Alles schon mal dagewesen. Die Mobilmachung im März 1939, deren Erwähnung Erika Steinbach ins Politische ausbrachte. Eine britische Beistandsgarantie sogar für ein angreifendes Polen. Es zielte also alles auf Deutschland. Und alle Beteiligten wussten, dass die Reichsführung eine Lösung für das immer bedrängtere Danzig und Ostpreußen finden musste, wenn sie nicht das Gesicht verlieren wollte. Wenn wir heute für wildfremde bedrängte Menschen in Libyen, Irak, Jugoslawien und bald wohl auch Syrien Bomben und Krieg führen, umso viel mehr musste Deutschland damals 1939 für seine verfolgten Landsleute einstehen. Und was liegt nun näher als zu fordern? Gleiches Recht für Deutschland damals wie für Israel heute. Was seit Jahrzehnten für Israel Recht ist, kann und muss doch nun in der historischen Betrachtung für Deutschland nur billig sein. Wer sollte das weiter verhindern können? Also die krasse Forderung, es muss endlich Schluss sein mit den Präzedenzfällen. Keine weiteren Argumente für die vermaledeiten Nationalen. Dies würde ja kein Ende finden, was da nicht alles zum Wackeln und Einsturz kommen könnte. Einmal angestoßen, gibt dies eine Domino-Steinkettenreaktion ungeahnten Ausmaßes. Das Wegbrechen aller staatlichen und gesellschaftlichen Konsense und Grundlagen. Was würde mit dem Kampf gegen Rechts und die bösen Nationalen, wenn sich deren ewig behaupteten Standpunkte als der Wahrheit näher herausstellen sollten, als die eigenen schönen, der Tante künstlichen Gestricke, wie sie uns Wilhelm Busch beschreibt in seinem Gedicht von Hans Huckebein, dem Unglücksraben. Und als wenn dies alles noch nicht genug wäre, hat die UNO-Menschenrechtskommission nichts Besseres zu tun, als die diversen Strafgesetze gegen Holocaust-Leugnung einfach von Anfang an als Unrecht zu brandmarken, als Verstoß gegen das Recht auf Meinungsfreiheit. Die obersten Gerichte Spaniens und Frankreichs haben ihre jeweiligen Gesetze daraufhin schon gekippt. Nur gut, dass in Deutschland die Medien das alles so schön unter der Decke halten können. Aber wie lange noch? Wo soll das alles noch hinführen? Wenn schon eine jüdische Publizistin vor Jahren in einer Londoner Zeitung behauptete, dass man den Begriff Vernichtungslager für Auschwitz angeblich nicht mehr aufrechterhalten könne, womöglich die Leute aus den Gefängnissen lassen zu müssen. Gar noch entschädigen mit richtigen Euros. Und dazu demnächst nur noch ungestrafte wissenschaftliche Untersuchungen und Debatten zu diesem Thema. Das hat man doch gar nicht geübt. Man brauchte doch bloß Anschwärzen bisher. Au, wei, wei. Brauchen wir jetzt gar richtige Argumente gegen die bösen Rechten? Nun, dieses Menetekel ist wohl nicht mehr zu übersehen und Günter Grass sieht diesen Tsunami, der auf ihn und all die anderen schönen Wellenreiter zukommt.
Wie viele prächtige Throne wird er hinwegreißen? Dies wird eine schlimmere und tiefgreifendere Wende als die von 1990. Und viele bisher bedeutende Menschen, die immer wussten, was richtig war, in den Orkus der Geschichte spülen und der Lächerlichkeit preisgeben, was das Allerschlimmste ist. Es hängt alles nur noch an einem schon längst überdrehten Schräubchen. Und nur darum warnt Günter Grass, weiter an dieser Schraube zu drehen. Und wohl auch deshalb wird gegenwärtig ein derartig massiver Kampf gegen rechts geführt, mit allen legalen und illegalen Mitteln. Es ist die blanke Angst des Systems. Der Rechtsstaat hat sich in diesem Kampf längst von seinen eigenen rechtlichen Grundlagen verabschiedet und ist zur totalitären Diktatur verkommen. Die DDR lässt grüßen. Es kommt einem vor wie das letzte Aufgebot. Und genau deshalb wird auch Günter Grass Mahnung vergeblich sein, diese Büchse der Pandora nur ja nicht zu öffnen. Was mir wiederum die Gewissheit gibt, dass der Tag der Wahrheit für Deutschland nicht mehr weit ist. Man könnte eigentlich schon mit dem Abschneiden vom Maßband beginnen.